Plosno, sofort. Los geht's. Der Angeklagte wird zu einer Haftstrafe von 635 Monaten und einer Geldstrafe in Höhe von $253.000 verurteilt. Kannst mich der Teufel nennen. Egal jetzt. Unser Staatsgefängnis. Jawohl. Gehört uns. Kommt, holt die Waffen raus, wir ficken die jetzt alle hier. Nein, komm, nein, das komm. Schaffen wir nicht. Die Valkyrie schwebt da. Ist offen, 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 offen. Raus. Oh, komm, direkt, komm, direkt raus, Jungs. Alle raus hier. Kurz hier, alle raus. Alle. Zugriff, Zugriff. Zugriff, direkt Zugriff. Genau, das du sind zwei. Das. Wir haben hier drei FIB-Agents. Die werden sterben, wenn du es nicht machst, was wir sagen. Hast du verstanden? Tschüss. Ja. Jungs, wollen wir? Erst ein paar FIBler und jetzt noch ein paar LSPDler. Hm, schmeckt. Die nächsten Tage wird noch öfters sowas passieren, was wir jetzt hier machen. Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ihr denkt, ihr seid die Staatsmacht. Ihr denkt, ihr habt irgendwie Macht. So ein bisschen Macht, denkt ihr. Wo ist jetzt eure Macht? Bitte einmal nieder. Nee. Wie bitte? Möchten Sie sich nicht nieder? Nee. Schießen war nicht hier. Drehen. Ah, Heli. Okay. Das wird uncool, Jungs. Da, tötet, 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 tötet. Erst ist nicht, erst nicht gegangen. Ja, ich bin Jungs, abhauen, abhauen, abhauen. Bitch, name a list. Still I'm going, no swish. Shots of rum in the bitch. I take the time, get me rich. Got the thought so intact. Adi, wo ist Adi? Der Koch. Koch. Hat er schon gesagt, okay, wer noch? Nein, hier anwesend. Okay, warte kurz, warte kurz. Toni Berger? Grandpa? Jo, nee. Immer anwesend. Grandpa auch? War auch, dass er da kommt. Toni? Nee. Miro? Ich ruf die jetzt alle an. Miro. Toni. Miroslav hat gerade eine Werbung geschaltet. Woher weißt denn das? Er guckt doch die Nummer. Ah, guck mal, da ist er. Aber Digga. Miro, was ist mit Funk? Funk. Ja, was ist mit Funk? Bist du nicht im Funk? Ja, jetzt versuchen alle dich zu erreichen. Okay. Wish Party. Hi. Hier bin ich. Jo, lass Anwesen treffen, wir müssen jetzt was planen, komm. Action, Digga. PD wollen wir. Check. Wir brauchen jetzt jeden Mann. Komm. Ich weiß halt, gemütlich Werbung, Digga. Er denkt sich jetzt, oh, ich stehe gerade mit meiner Frau, Alter. Was will Sonny denn jetzt von mir voll im Gambo? War das seine Frau oder was? Denk mal, ja. Ist mir egal. Ist mir egal. Aber Anusgrotten, hört mich jemand oder was? Wir hören dich. Wir sammeln uns mal. Wir sind gleich da. Ich brauche Toni Berger noch. Geht? Werdet ihr gleich erfahren. Toni Berger noch. Wo ist er? Ja. Kommt ans Fracklager. Lasst uns am Fracklager treffen. Brauchen wir Equip jetzt sofort oder was? Adi wieder nichts am Raffen. Hab keinen Schlüssel. Ja, pass auf, Digga. Können wir ohne Adi fahren, Alter? Moment. Der schießt eh auf Adi, wo bist du? Aber es ist eigentlich ganz gut, wenn die auf ihn schießen, können wir mehr wegholen, Ivan. Raus. Adi, wir hören dich leider nur immer ab. Gehackt. Wenn wir den Funk unten drücken, sollten wir noch 3 Sekunden warten und dann reden. Das ist mir jetzt öfter schon aufgefallen. Ich bin vor dir. Jetzt habe ich es wunderbar verstanden. Vielen Dank. Hey, brauche ich Waffen oder so? Ich habe noch ganze Kochscheiße in der Tasche. Ja, bitte. Pass auf, ich dachte nur, wie stürm das weiße Haus. Brauchst du dafür Waffen? Ja, nee, Mann, nur mein Fleischgewehr. Ich hau's irgendwie den ganzen Securities im Kopf. Augenblick, fuck. Matt, du bist im Auto, gell? PD. Du bist vor PD, richtig? Okay. Ja. Ey, Jungs, ist es euer, aber seid ihr euch sicher, dass wir das machen wollen, ne? Also wie gesagt, ich bin jetzt im Lager. Ja, holt hinten BMW. Wo BMW ist, Miroslav. Wo noch ein Auto? Ja, was ist denn überhaupt der Plan? Brauche ich irgendwas? Wir stürmen ein Haus, was die Farbe von deinem Outfit hat. Ich hab aber... Nee, ich hab keine Waffen stecken, Alter. Ich hab nur eine Pistole. Komm, Almani, küpp dich. Komm mit. Folg dem Wolfsrudelführer. Ja, hey, Miro, ich komm mit. Oder, egal was passiert, Sonny. Ich muss ballern, Alter. Aber was der kann. Normal, Digga. Wir treffen uns alle am... wo treffen wir uns am besten? Wir treffen uns LSPD aber bald, euch bitte danke. Nee, vergesst dein Kopf nicht, ne? Oder wir haben immer so dumme Ideen. Oder egal ob wir alle von uns Nord werden, ne? Ja. Der Präsi muss sterben. Präsident? Ist der überhaupt noch da? Er muss sterben, der ist da. Warum? Der ist genau da. Warum muss der Präsident sterben, Digga? Den könnten wir doch eigentlich noch nutzen für unsere Dinge, oder nicht? Präsident und Layla müssen sterben.
Warum? Der Präsident muss auch sterben, Digga? Ja, haben wir den so versprochen. Dario, wo bist du? Ja, wo sind die? Drin. Jungs, sind die am Weißen Haus oder sind die jetzt hier in LSPD? Ich denke am Weißen Haus, aber hier sind Bullen, die können wir theoretisch mitnehmen, bis die aufmachen, oder? Die sind alle Weißes Haus auf dem Elipad. Okay. Alles klar, Jungs, beeilt euch jetzt. Ey, Ivan, wir müssen zum Weißen Haus, nicht zum PD. Ja, aber kommt, lasst beim PD oder lasst Anwesen treffen, aber beeilt euch jetzt mal, Digga. Wir sind Anwesen, ready, wir warten auf euch. Alles klar, dann, ja, wir kommen jetzt. Wir sind auch zu dritt. Matt, bist du equipped? Natürlich, das ist eine Frage. Auf jeden Fall, let's go. Adi fehlt noch. Da ja, Adi. Cool. Adi. Oh Gott, wie so verpeilt, Alter. Wollen wir hinten rein und aufbrechen, oder was? Oh, wir können unten rum vom PD rein, wa? Ja, richtig. Ja, mal lass da durch, ne? Oh, von hinten? Wir warten ja. Auf den Audi. Guck, dass wir uns vielleicht vorne nicht direkt lass, sehen. Lass komplett hinten rum fahren lass und hinten rum. Aufbrechen, komm. Ja. Ja, komm. Ja, komm. Und die Autos parken wir an den Schienen, wa? Autos an den Schienen. Nee, die Autos parken wir bei denen in der Garage. Digga, wir noch... Bei dieses Auto, ne? Noch auffälliger, wa? Hier in der Garage, hier. In der Parkgarage. Oh, da scheint ein Kopfkorb, Digga. Digga, die schieben richtig Auge, wenn die schwarze Auto. Da stehen die Helis, auf der Brücke stehen die Helis. Da war ein Cop-Auto, Digga, die haben uns schon wieder gespottet, wa? Mach's weg. Die haben uns gespottet, Digga, vorbei. Der Heli steht auf der Brücke, Leute. Stell hier da die Autos ab. Da fliegt schon der erste, guckst dir an. Oben, ganz oben. Ah, da fliegt der, ja. Digga, wir sagen dir dann, wir regieren Los Santos, nicht ihr. So, ihr lässt den kompletten Terrorist jetzt raushängen. Wir sind da Jungs, drin. Warte mal, kommt mal mit. Digga, wer ist denn ausgestiegen? Adi, Alter. Ich liefer dich direkt bei den Cops ab, ne? Was steigst du aus, Alter? Was sollen für die Cops entführen, ne? Hat keiner mehr. Oh ja, lass die Cops entführen, ja. Habt ihr noch einen Platz? Ja, und dann? Weiß ich nicht. Wir sind auf jeden Fall. Ja, die wollen zum Heli. Die wollen zum Heli. Jungs, kommt rein. Ey, wollen die schnappen? Komm, lass von hinten. Lass von hinten. Ja, die wollen. Ne, komm, lass von hier. Scheiß drauf. Oh Mann, Digga. Jetzt knallt's. Klar. Abgeschlossen. Kannst du knacken? Oh, Digga, gib Gas. Ah, oh, Digga, ist dein. Wir kommen rein! Oben, die sind gerade abgekommen. Habt ihr gehört? Wir werden reinkommen. Wir werden jeden Moment reinkommen, sobald die Tür offen ist. Ich hab's angeguckt. Nicht so. Oh, Digga. Was hast du für Schuhe an, Junge? Okay, was ist das denn? Jungs, und das? Rein. Halt's Maul jetzt, Konzentration, Mann, Alla, ihr Deppen. Ich hoffe, wir werden nicht eingeschlossen. Ist offen, ne? Und noch. Und noch ist offen, die ist offen, die ist offen. Nee, bei mir ist doch nicht, doch nicht. Ja, bei mir ist hier erst mal kurz offen gewesen und dann... Ging jetzt mit wenn den wir Scheiß, jetzt hier einschließen von einer... Ja, pass auf, Digga. Nein, machen die nicht. Jungs, Alter, wie knallen die weg, Digga? Aber Buenos Aires, ich kann grad nicht. Die sind hinten rausgelaufen. Die sind hinten raus. Hinten raus, komm. Die sind hinten... Hinten raus. Hinten raus, hier. Jung. Sind hinten wer raus. Wer hat geschossen, welcher Depp? Ich hab nur auf dem Helikus. Dass sie sich verpissen. Junge, was für eine Waffe hast du geschossen, ich meine? Gatling Gun. Die sind zu Fuß hinten raus. Alle ein Auto drin? Da oben ist Kopf-Heli, Mann. Da oben ist Heli, eine Kopf-Heli, Digga. Digga, ey, wir sind zu dumm, Mann. Ivan, wo seid ihr? Wo sind die denn noch? Wo sind die denn hin, Alter? Yannick hupt, Alter, Yannick hupt. Warum hupt der Trottel? Komm mal hinten rum, mit den anderen. Warte mal, kommt ihr nach? Der Heli spottet, ja. Ne? Lauft nicht zu dem Zivi-Auto, Mann, das verrät uns, ihr Deppen. Jungs, alle mitkommen, die sind hier unten im Loch drin. Wo ist unten, Digga? Ich bin bei Ivan, Alter. Ivan, weißt du, wo du hinrennst, Digga? Da sind die rein, ja. Okay, fahr vor mit dem Audi, hol die ein. Ja, sind die jetzt links oder rechts, Alter? Nein, da! Geradeaus. Schön geradeaus. Rein in die Olga. Hey, da hinten rennen sie, hier hinten rennen sie. Nördlich, ja, dann Tunnel, sag linker Tunnel. Oder du schießt. Anhalten oder du schießt. Bleibt stehen oder wir knallen euch weg. Ihr könnt eh nichts machen, wir sind viel zu viele, stehen bleiben, Hände hoch. Alle beide, zack, zack. Du, ich mein's oder ernst. Einer den AMG, Jungs, einer zurücklaufen, AMG holen. Linker Tunnel, Jungs. Linker Tunnel, ja. Wir nehmen die beiden jetzt als Geisel. Ja. Scheiße, wie viel die scheiß Staatsanwältin haben. So, einmal bitte einsteigen hinten. Ja. So, guten Tag, junge Dame. Ja, sie lassen jetzt bitte einmal ihre Waffen fallen. Steig mal aus, einer von uns, bitte. Warum? Fahr mal einen von uns zurück, AMG holen. Hast du uns den Kofferraum reingetan? Willst du auch Schlimmowitz? Ja, Handy auch noch. Ist der Bulle entwaffnet? Ja, der ist 5 Leute, Alter. Hier, der Heli, haben wir hier rum. 2 Stück, direkt am Eingang vom Tunnel. Oh Mann. Ihr seid aber recht viele, muss ich sagen. War das jetzt Ironie? Und ihr recht wenige. Das war keine Ironie. Sind immer genug, ja. Ja, so eine Nacht mit Pinguinen wird auf jeden Fall interessant. So, junge Dame, Sie halten ab sofort. Ihr halten Sie bitte ab sofort Ihren Mund. Okay. Ich bitte Sie darum, jetzt Ihr Funkgerät und Smartphone wegzuschmeißen. Ich werde Sie nachher dann kontrollieren. Haben Sie das immer noch, werden Sie sterben. Ich mach den Funk nur gerade aus? Ja. Die hat das gerade durchgegeben, ne? Ach, die hat gefunkt. Nein, deswegen hat sie gesagt, wir sind ziemlich viele. Ja. So, junge Frau. Boah, das hast du gemacht. Laptop auch weg. Boah, du hast dich jetzt, du hast dein Todesurteil unterschrieben, wa? Aber auf Google, ne? Das ist natürlich sehr schade. Laptop auch weg oder werde ich dann erst was, wenn ich hier noch dabei habe? Bist du eigentlich... Laptop, alles. Warum machst du sowas? Warum machst du sowas? Ey, mach sie weg, Alter, ohne Witz. Nein, lass sie noch leben.
So, Reparatur. Ey, ich hab der Dame einen Pinguin versprochen. Ey, dank dir, weil wir wissen jetzt deine Leute, wie viel wir ungefähr sind, ne? Die können sich da jetzt was zusammenzaubern, ne? Dafür die Leute wissen das schon, weil ich gesehen habe, dass zwei hinter mir gelaufen sind und drei im Auto. Das habe ich schon längst durchgefunkt. Alles andere okay, das heißt, die Hand, warte mal, die Hand. Du hast gerade eben gesagt, ihr seid aber ziemlich viele. Und ja, einen Satz und später, hör mir zu. Einen Satz später droppst du, ja, dann mach ich jetzt meinen Funk erstmal aus. Ja. Und das habe ich nur zu euch gesagt. Ach so, weil der Funk war an, dann hast du es doch nicht nur zu uns gesagt, wer will's verarschen? Der Funk war auf gelb, Leute. Ich dann weiß hast du ihn nicht, ja nicht ausgemacht. Okay. Ich habe ihn gerade ausgemacht. Ich habe es auch gerade weggeschmissen, wie ihr verlangt habt. Es sind vier Leute mit Langwaffen um mich und ich soll lügen. Ja, ja, ist gut. Das Einzige, was ich jetzt noch höre, was ich gerade nicht ändern kann, ist mein Kollege am Telefon leider, den ihr auch gefesselt und weggenommen habt. Hätte ich vielleicht jemand anrufen sollen. Du hältst jetzt erstmal die Klappe da unten. Wir machen das so. Der Ivan, hier ist draußen alles kein Idee, ne? Der hört nicht. Wie ist Ihr Name? Jungs, ja. Wir brauchen auch. Vor und nach? Ja. Ich den Heli gleich runter, ne? Bitte? Warte, Lucy Black? Jungs, wir brauchen. Lucy Black, haben Sie eine Familie? Ja. Ja? Ja, wir holen ein Auto. Na, die verfolgen mich. Haben Sie einen Mann? Wieder reingefahren, dann fahren woanders raus. Ja. Haben Sie Kinder? Wieso haben wir das? Okay. Ne, passt, der ist nicht mehr in Dorf. Wir lieben ja mal. Bin verarscht, wie es aussieht. Bist du eigentlich mittlerweile free oder immer nur auf Flucht? Ich bin free, Digga. Ah, gut. 980 Monate, Digga. Ich bin free. Jawohl. Warum ist der da im Monat nicht mehr da? Guck mich jetzt richtig aus. So eine hübsche Frau, wie kann man die denn einfach zurücklassen? Also hübsch da mit, ich meine verschiedene. Eigentlich wollen wir gar nichts von euch. Hören Sie mal zu. Ja. Wenn Sie denken, Sie regieren hier oder die Staatsmacht regiert hier, das ist doch falsch. Doch klar, Cunningham haben wir auch wir gehabt, regieren. Also von daher. Und wenn nach unseren Regeln nicht gespielt wird, erklären wir euch die Regeln, okay? Mhm. Gut. Ja, warte mal, ich hab grad die ultimative Idee, Digga. Bist du lang? Das ist das Problem. Ich rufe jetzt Layla an und sag, dass ihr mich schon zwei FIBler als Geiseln habt. Ihr wolltet das so, das hat sich so hochgeschaukelt, dann bekommt ihr das auch so. Und die Forderung, sag ich. Ihr wolltet das jetzt, das ist eine recht umfangreiche Antwort oder Aussage. Kann eh nicht ewig anfangen. Ich wollte bestimmt hier nichts. Kack auf fucking global. Gang mit gefangen. Kriegen die sowieso. Falls du hier nur neben rauskommst, würde ich dir empfehlen zu kündigen. Zu kündigen? Jawohl. Glaubst du wirklich, wir geben dann auf? Geht's dir gut. Wir stehen als Verlierer da? Dann geht's mir gut. Ja, ansonsten musst du jederzeit damit rechnen, dass dir die Kehle aufgeschlitzt wird. Ihr habt doch ein Familienmitglied von uns eingeknastet. Was verdienen Sie die Stunde? Layla. Ich soll sie anrufen. $8,000? So, komisch hier. $8,000. Das mache ich in einer Minute. Ja, das ist mir ja bewusst, dass alle reiche Männer sind und nicht alle, da nicht zufrieden alle mit ihrem Leben und mit ihrem Geld. Oh ja. Vom Slumdog Millionär zum Rich Penguin. BMW reinfahren. Schön, Sie, da müssen Sie mir erlauben, mal kurz zu lachen. Ja, Sie dürfen gerne lachen, ist okay. Wissen Sie, wir sind doch eigentlich ganz nette Menschen. Ich habe auch nicht gesagt, dass Sie nicht nett sind. Ja, wissen Sie, was so abgeht im Moment hier in Los Santos? Wissen Sie das? Durchaus. Was denn? Also, ich denke, ich weiß nicht alles, aber so ein bisschen. Ja, dann erzählen Sie doch mal, was wissen Sie denn, kurz und knapp? Also, Ausgangssituation war, glaube ich, dass Herr Mendoza eine Anwältin haben wollte. Und dass Herr Mendoza schon jemanden hingerichtet hat. Dass Herr Mendoza auch noch den Präsidenten haben will und, Oh, pass auf. Wenn hier jemand verurteilt wird und auch mehrmals verurteilt wird, haben wir jetzt so ein Auto, dann ist das so nicht korrekt. Wir haben doch allein Recht auf Gerechtigkeit, ne? Für Matratzensport. Wo ist denn her? Kann sie nicht machen. Warum? Weil sie kein Funk und Handy hat. Herr Fuchs, steigen Sie jetzt ein oder die Leute werden sterben. Sie haben die eine Option. Hörst du mich? Entweder Sie oder sterben alle. Mein mich? Jo. Oder Sie? Deinem schwarzen Centono. Also Sie möchten ja auch. Du weißt, wer bitte? Das ist, ne? Deinem schwarzen Centono, du weißt, wer das ist. Alles klar, dann ist der Präsident verantwortlich für 6 tote Cops und FMBler. Holst du ihn, wenn ich dir ein Handy gebe? Kann ich gerne machen. Den Präsidenten möchten wir natürlich auch. Nee, ich weiß auf den. Ich hab mir gleich mal die Wiesen nicht erreicht. Trotz? Kein Ding, wir wissen eh nix. Digga, aber nur eine weitere Geisel, Digga. Wenn ich ja, aber dem das jetzt. Wird, das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. Digga, doch. Wenn sie jetzt droht, Digga, der kommt wegen seiner Frau. Glaub mir. Denkst du, der ist seine Frau hier, Digga? Du weißt, wie die Magger hier sind. Ahnung. So. Ja, gut. Und sie schmeißen die Frau sofort ihr Handy und Funkgerät weg. Wenn ich sie gleich kontrolliere und sie haben Handy und Funkgerät dabei, dann sind sie direkt tot, haben sie verstanden. Sollte der Helikopter nicht in wenigen Sekunden weg sein, werden ebenfalls alle 6 Geiseln sterben. Guck mal in den Kofferraum, komm mit. Sie haben 5 Sekunden wegzufliegen. Wie heißt der in deinem Centono? Hier. Wie heißt der im Centono? Wie der Centono heißt oder wie der im Centono heißt? Der im Centono. Red.
Fred, du gehst jetzt ans Telefon und sagst, Fred, komm dahin, wo ich bin, ansonsten bin ich tot. Hast du das verstanden? Ja. Kannst ihn auch gleich sagen, dass du Bescheid wissen, wer ist. Warte, hör mir zu. Fred, komm hierher mit dem Centauro, wo ich bin. Du steigst aus und stellst dich mit dazu oder ich sterbe. Das sagst du und legst auf, okay? Mach ich. Nimm das Handy raus. Ja, wir wollen gerade noch den FIB-Agent, den anderen Kabel. Nimm das Handy einmal raus. Wollen wir gerade noch herholen. Ja, ja. Werde mein Handy jetzt zücken. Ich pack jetzt alle Geilen rein. Er hat 30 Sekunden. Ja, passt. Ja, aber er sagt dann, ja, ist gerade im Gespräch. Kommt dir nochmal eine SMS, Schatzi, ruf mich mal. Bitte ruf. Ich werde Ihnen eine SMS schreiben. Ruf mich dringend an. Das ist so lange dauert. Wer spricht da? Aber wir haben da unten 6 LSPD und FIB geil sind. Wollen Sie, dass sie sterben? Wenn sie jetzt nicht sofort abhauen, werden alle geil, die am Boden sind, sterben. Das sind 6 Officers. Die haben die Option. Wir haben gleich noch einen mehr. 5 Sekunden. Ach, ihr bietet euch zum Tausch an. Tauschen wir nicht machen. Versuchen nochmal, ob er da ist. Ja, ich werde einmal pro anrufen. Warte. Sind wir noch im Gespräch? Dann setzen Gib mir seine Nummer. Ich werde gerade angerufen. Aber die Hände. Fred, komm mal einmal bitte mit dem Centauro zu mir, sonst werde ich sterben. Soll ich ihm sagen, wo ich bin? Dort, er weiß genau, wo du bist. Adi, genau, geh mal hoch. Du weißt genau, wo ich bin. Und er soll auskommen, aussteigen. Das ist lieber Sonny hoch. Und er hat 30 Sekunden. Entweder, ich mit der Arme, sag mal. Entweder direkt nach hier kommen oder ich werde sterben. 30 Sekunden. Jetzt. 30 Sekunden Zeit hast du. Gut, geh leck auf. Ja, was ist jetzt mit dem Herfuchs? Okay, kannst du das Handy wieder reinlegen? Hier ist er, der Centauro kommt. Legst das Handy einmal wieder in den Kofferraum. Ja. Da raus ist der Karre. Hopp, aussteigen. Hat wohl nicht ganz geklappt, dein Plan. Ist ja immer Fox da? Auf geht's zu den anderen. Nee, wir bleiben vorher hier. Ich schmeiß jetzt erstmal alle Waffen hier auf den Boden. Funkgerät, der Handy auch. Funkgerät und Handy wird weggeschmissen. Leute, nicht mit dem Montana, ne? Nicht mit mir. Ah. Der Vogel. Freddy Leid. Vielleicht kontrolliere hat nicht so geklappt, ne? Freddy, hat nicht so geklappt, wa? Auf geht's. Wenn der Präsident nicht kooperiert, wird's gleich massiv. Ja, einfach weglegen. Und was wird ihn das bringen? Wir setzen hiermit ein Zeichen, dass sie keine Macht jetzt haben. Mal. Herr Almani, ich möchte hiermit verkünden, dass wir noch eine weitere Geisel haben. Zuschauer da hinten, ne? Wir haben jetzt 7 Geiseln, ja? Ja, 7 Geiseln. Haben wir noch Layla im Auto? Wir haben Layla. Haben sie im Flugzeug, ja? Wir sind ja LSPD-Helikopter, der fliegt. Halt's Maul. Die haben vorne oben gestimmt. Ich hab sie für Seile noch, oder? Das soll ich endlich eine haben. Na, sollte der Präsident. Vorsichtig. Da hat der nächste Roman noch reagieren. Es werden ein paar viele hier. Und mit uns kooperieren, werden wir einfach alle 7 töten. Ich lebe gerade mein Leben hier, ne? Redneck Montana. Ja. Yeah. Also, ich glaube, da wird die ganze Stadt drüber sprechen. Ja, aber wenn ich mal so fragen darf, was hier? Hat der Präsident denn überhaupt getan? Ich bin vorhin erst aufgewacht. Freddy, du hast. Würde mich mal persönlich interessieren. Ach, ist egal, Freddy, du regst mich ein bisschen auf, weil ich mag Leute nicht, die hier schnüffeln. Zur Info, und Herr Mendoza möchte gerade meckern, weil seine Gerichtsverhandlung so gelaufen ist. Zur Info, einfach mal die Fresse halten, danke. Gerne. Pass mal auf, was erwartest du? Was denkst du denn, ja? Was denkst du denn, was passiert, wenn ihr jemanden einsperrt? Ja, genau. Wir richten sie das nächste Mal auch hin. Wir sperren sie ein, weil sie was getan haben. Sie richten jemanden hin. Was habe ich denn getan? Nein, jetzt warten Sie mal. Trinken Sie noch. Wollen Sie Kaffee? Das ist unsere, ja. Gucken Sie mal. Es geht nicht darum, wegen dem Einsperren direkt. Es geht darum, unter welchen Bedingungen und welchen Zeitraum man eingesperrt wird, ne? Das ist wie wenn ich Bonbon klaue und dafür 10 Jahre in den Knast komme, wa? Herr Präsident, das machen Sie jetzt die Hände hoch und kommen Sie mit oder wollen Sie, dass alle 7 sterben? Na, da haben Sie den falschen Bonbon geklaut. Ja, die ist so unentspannt, weil ihr Mann sich schon ewig nicht mehr bei ihr gemeldet hat. Nicht, das Thema war vorne im Auto. Alles klar, Jungs. Geisel mitnehmen. Wir haben den Präsidenten, wir haben Layla, wir haben alles. Okay, wir haben alles, was wir wollen, die Herrschaften. Guck mal, es hat doch funktioniert, Frau Black. Dann satteln wir auf die Pferde auf und los geht die Reise ins Wonderland. Ich werde sie gleich kontrollieren. Soll ich bei Ihnen Funkgerät oder sonstiges finden, werden Sie entsprechend sterben. Ach, Herr Präsident, wir haben in diesem Staat halt keine Bedeutung. Nein, wunderschön. Der Untergrund ist die Macht. Auch an euch. Ihr habt ein VIP-Ticket gerade, um live mitzuverfolgen. Warte, hoffentlich habt ihr keine Flughafen. Klar gemacht werden, ne? Wissen Sie? Also, sie hatten auch gar keine Option. Wir sind wie fliegende Fische. So schnell wie wir an der Oberfläche sind, sind wir wieder im Wasser. So funktioniert Leben das. Leben von Familien offen. Wer nicht nach unseren Regeln halt spielt. Dem erklären wir nochmal die Regeln, das ist gar kein Problem. Und wer nach unseren Regeln spielt, der hat das beste Leben hier. Verstehen Sie das? Gestern haben wir noch den Cunning nicht getötet. Hier gibt's einen Shop. Nein. Man sollte nicht in der Mafia raus. Das muss ich mal merken, ja. Ja, moin. Diesen Ort würde ich mir nicht merken. Seien Sie froh, wenn Sie hier wieder lebend rauskommen, ne? Da gebe ich Ihnen schon recht. Aber man sollte sich nicht gegen den Untergrund anlegen. Hier mit dem Gesicht zu mir dann. Was Sie beiden. Freddy, komm her. Ah, Freddy, du hast mich am meisten aufgeregt von allen, das ist aber blöd. Wo machst du sowas? Ich weiß ja leider nicht, wer sie sind. Wie habe ich sie denn aufgeregt? Schnüffeln, wa? Wie habe ich denn bei ihr geschnüffelt? Also, in der Zeit, sie sagen, oder so, habe ich eigentlich nie bei der LCN geschnüffelt. Wie LCN, was? Es geht darum, dass sie gerade am PD so heimlich still und leise beobachtet haben. Weil es gibt nur einen, der beobachtet, das bin ich. Okay. Die sollen mitkommen. Jetzt. Ja, Leute. Nochmal mitteilen.
Was ist braun und schwimmt unterm Wasser? Irgendwie weggepresst wahrscheinlich, wa? Ha? Wer weiß es. Was ist braun und schwimmt unter Wasser? Ha? Fred. Eine Krabbe? Falsch, ein U-Boot. Was ist denn das? Also ich kenne ein U-Boot, ja. Das ist ein Unterwasserbrot. Du bist Sizilianer, ne? Achso, okay. Macht man das so da bei euch? Korrekt. Wieder was dazugelernt, ne? Ja. Buonasera an unsere Gäste. Buonasera. So, Herr Präsident, stellen Sie sich mal hier zu dem wunderschönen Stromkasten direkt da, wo ich jetzt gerade stehe. Sehen Sie sich bitte zu Ihren Kollegen, Leider bitte direkt daneben. Herr Präsident, ich stelle Ihnen jetzt eine Frage, nehme ich mal schätze, dann gleich ich direkt weg. So. Ja, dann sprechen Sie, hat sie ins Wort verschlagen. Ja. Ich möchte das vom Herrn Scheitel. Ja, okay, ich hab eine Gegenfrage. Werden Sie bezahlt dafür, dass Sie für Müll labern? Ich glaube, das ist Ihr Job. Ja. Hab ich nicht gesagt, bei noch einer Respektlosigkeit werden Sie sterben. Möchten Sie wirklich vor Ihren ganzen Kollegen sterben? Wollen Sie nicht mal eine Vorbildsfunktion sein, wie Sie eigentlich sind? Ich habe nie gesagt, dass ich sterben möchte. Ich habe gesagt, nur eine Respektlosigkeit, dann werden Sie sterben. Dann sagen Sie so einen Spruch. Oder eine Geisel dafür hinrichten? Sehr gute Idee. Und die können sich aussuchen, welche. Für Ihren dummen Spruch würde einer der fünf Herrschaften in Hinterhut sterben. Wer der Herrschaften möchte, der ausgewählt sein für die Tötung? Lass den Präsidenten entscheiden, wa? So, junge Dame, Sie haben alles gehört, oder nicht? Nein, aber ich denke mal, ich werde jetzt von Ihnen hingerichtet. Das habe ich verstanden. Nein, das haben Sie falsch verstanden. Stellen Sie sich gerne wieder in die Reihe. Also Lella, eigentlich sind wir doch ein schnuckliges Pärchen, oder nicht? Stellen Sie sich gerne wieder in die Reihe, ja? Die Dame. Darf ja nicht reden, ne? So, Herr Präsident, kommen Sie mal mit. Ja, bitte! So, stellen Sie sich mal da an die Mauer, Herr Präsident. Wir hatten Sie zum Präsidenten gemacht. Ja, komm, stehe ich jetzt an die Mauer, Prinzessin. Will ich gerade echt, vielleicht sollten wir doch ein Schloss zusammenbauen. Mit dem Gesicht zu mir auch, wenn du ziemlich hässlich bist. Wir hatten jederzeit die Wahl, aber... Du wirst jetzt den Namen der Cosa Nostra... Noch nicht. Du wirst jetzt den Namen der Cosa Nostra wegen Respektlosigkeit und den Aussagen gegen Rico Mendoza sterben. Hast du mich verstanden? Na dann. So. Ich hol mal die To-Do-Liste raus, ne? Und hake mal ab. Kommen Sie mal mit. So, wir haben, wie Sie wahrscheinlich gestern schon am Telefon gehört haben, werden Sie wegen den Aussagen gegen Rico Mendoza sterben. Ich habe gestern noch einen Anruf machen lassen, der Sie extra angerufen hat, um mitzuteilen, dass Sie sterben. Ja, ist richtig. Ich habe einen Anruf bekommen. Dementsprechend wird der Herr Mendoza Sie jetzt für Ihre Taten hinrichten. Gut, Leila. Wird wohl doch nichts aus Schloss bauen. Ja, machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, ne? Ja, richtig. Ja, so wie du, ne? Wo du mich angeklagt hast. Angenehm tot, Prinzessin, aber sie ist positiv. Du siehst deinen Mann bald wieder. Oder du. Wir waren so ein schönes Pärchen. Gerne alle sprechen. Ihr wart eins, ja. Ihr merkt, man sollte sich nicht gegen eine Mafia beschwören. Egal auf welche Position man hier im Staat überhaupt. Das macht keinen Sinn. Man kann eine Mafia nie einschätzen. Sie agiert, wo sie agiert, wann sie agiert, zu was sie in der Lage ist. Wir sind zu allen in der Lage. Sollte euch ja mittlerweile bekannt sein. Spätestens nach der Aktion. Ja. So, nimmt mal den Rotzopf mit und ich kümmere mich um Lilla Haar. Miami, kümmere dich drum. Die haben sie gesehen. Okay. Haben sie letzte Worte? Ihnen ist bewusst, warum sie sterben. Wahrscheinlich wie meine Aussage. Letzte Worte haben sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Kümmere dich drum, Miami. Oh, die Schutzweste war aber nicht so gut wie von den anderen beiden. Was ist los, Pinguin? Bist du auf Kehle oder was? Was? Auf Kehle getrimmt oder was? Kennen Sie das nicht? Ja, die kriege ich. Hat mir nichts. So wie mein Hund zum Beispiel, der ist auch auf Kehle trainiert. Ja, jetzt verstehe ich es. Einfach entfesseln den Herrn. So, Herr Dietrich. So tun, du meinst, es gibt noch Krach jetzt? Digga, jetzt erst recht. Eigentlich haben wir jetzt hier alles beendet, aber. Eigentlich schon, wa? Kennzeichen. Aber die machen doch immer noch Augen, oder? Sind in Gefahr vor uns. Nein, wir warten ab, ne? Haben Sie letzte Worte, bevor wir Sie töten werden? Was stellen Sie sich denn unter einem anderen Weg vor? Ja, ich weiß es nicht, aber ich hänge an meinem Leben, an meinem Job, an allem. Haben Sie eine Frau? Nein. Dann wird sie auch gerne vermissen. Ja, dann werden wir sie jetzt töten, der Herr. Herr Berger, kümmere dich mal. Gott, ich bin nur Schweine. Was hat er gesagt? Schweine? Okay, ist gut. Zum Glück hat er nur die Schweine gemacht. Zum Glück haben wir den getötet, Alter. Der sagt nie wieder Schweine. Elendige Schweine. Ja, das sagst du nie wieder. Und noch. Erinnerst du mich jetzt getriggert? Wir haben Fried Kawasaki noch hier und Frau Kawasaki, ist das richtig? Und Sohn Kawasaki. Und Sohn Kawasaki, ja. Echt? Das ist drei Kawasaki, ja? Der Kawasaki. Kann er noch einen Sohn? Warte mal ganz kurz. Dann habe ich gesagt, dass deine Mutter in Gefahr ist. Ich weiß leider nicht, was sie sind. Tut mir leid. Wir haben irgendeinen Kopf drauf. Erkennst du mich jetzt? Ja, jetzt sag mir dein Gesicht, was ist richtig? Wie doch gesagt. Komisch, wenn Rico seine Maske abzieht, dann habe ich immer einen Glatzen-Flashback, Digga.
Okay, nimmt den drei Herrschaften die Fesseln ab und richtet alle drei gleichzeitig hin. Muss gleich mal Helikopter. Also bei uns sind ja auch ein paar Namen geflogen. Müsst es so sehen. Ja, ihr seid eine Familie, ihr haltet zusammen und ihr werdet auch zusammen sterben. Könnten Sie mich dann trotzdem bitte noch aufklären? Ich habe halt keine Ahnung, was die reden. Pass mal, weißt du, was der Grund ist, warum du stirbst? Das sag ich dir. Weil du die ganze Zeit Auge gemacht hast in deinem dreckigen Drecksauto. Hast verstanden? Deswegen wirst du jetzt sterben. Punkt. Jemand sieht das so sagen? Falsche Zeit am falschen Ort. Alles falsch gemacht. Hast deinen Notizzettel schön draußen gehabt, ne? Schön auf dem Cockpit vorne drauf gehabt und schön mitgeschrieben, was wir da gemacht haben. Deswegen wirst du sterben. Sonst noch ein paar Fragen? So, Familienzusammenführung. Wollt ihr alle zusammen Grabstein haben? Schmeißen wir euch alle zusammen rein ins Grab. Ist kein Problem. Gut, dann nicht. So, Familie, anlegen, Feuer frei. Jo, was war da denn, Alter? Irgendwas war... Hä? Ja, wer ist das denn? Wer liegt denn hier, Alter? Hä? Wer ist er denn hier? Was zur Hölle? Jo, das war... Ey, das war Mike, Digga. Ja, ja, das war Mike. Wie stand der da eigentlich davor? Oh, Jungs, Alter. Da muss ich echt los, Digga. Richtig geil. 6 Uhr schon wieder. Ja, Jungs, wir haben in den 2 Tagen alle gerichtet. Wir haben alles ausgerottet. Regierung, LSPD, FIB. Tja, was sagt man dazu? Für also, mir wurde gerade gesagt, dass am PD noch Beamte sind, die sich einkacken. Sonny, wie geil bist du gerade? Von was für einer Stufe? Von wie geil? 187. Ja. Medikopter 187 hört. Schön Gambo gemacht, Sonny, ne? Ja, und wen haben wir da jetzt gerade noch mit umgeballert? Was war das überhaupt? Ja, ich meine hier, Bass und Leitke. Achso, der stand im Weg, der war unsichtbar gewesen, der stand vor mir. Okay, warum guckt der dich da dann? Ja, weiß ich nicht, weil er Bock hatte, ne? Da kommt Medic, ja, wir müssen warten, da kommt Medic. Hier spricht das LSPD, bitte sofort anhalten. Hier spricht das LSPD, sofort weg. Nalle nicht, Jungs. Jungs, sofort hier weg, sofort hier weg, sie begeben sich in Gefahr, sofort hier weg. Du rasierst ihn halt den ganzen Dach weg, ne? Alles klar, sagen sie. Ey, er hat oben auf dem Dach hat er schon einen wegrasiert, Junge. Echt? Ja, pass auf, er sagt aussteigen und wir schießen, Digga. Junge, ich direkt vorwärts gegangen, oder? Ey, Digga, also, hör zu. Ivan und ich landen auf dem Dach, ne? Da ist ein Secret-Typ. Ich will ihn als Geisel nehmen. Was macht der Präsident? Steigt aus mit Langwaffe und bedroht mich. Der Präsident, der dachte, er wäre Rambo da oben. Wo ist Sonny? Ich bin im Heli, Jungs. Wir haben mal wieder alles bewiesen, Alter. Unter uns befindet sich das Gebäude, was einfach machtlos gegen uns ist. Unsere neue Base, oder? Ja, unser Base ist doch nicht geil, Leute. Da müsste eine 187-Flagge jetzt oben hängen. Oh ja, Digga, oh. Gut, L10. Sonny, Traum, Digga. Oh, L10 und 187, Digga. Egal, Digga, ich lebe meinen Traum gerade maximal. Boah, ey, stell dir mal vor, wir hätten die da oben hingerichtet an der amerikanischen Flagge und hätten ein Foto gemacht für Propaganda. Oh, und dann liegt da Layla und Präsident. Das. Boah. Digga, vor allem der Spruch, wir wären so ein schönes Paar gewesen. Nee, das Ding ist, ich wollte einfach. Nein, in den nächsten Tagen werdet ihr das Leben zur Hölle haben, Digga. Ein Tag später wird ich ein Präsident alles. Let's go, Zimmer!